Hey, zwei Gebäude haben wir schon mal, die maximal sind. Das ist einmal die Apotheke. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Okay, hauptsächlich wird hier jetzt nur noch auf die Gockel gewartet. Oder Schmiede. So, es sind jetzt 60 Sitzplätze. Also ich könnte 300 Gold mit der Kirche machen. Wenn ich Gold gerade bräuchte. Ich könnte auch die... Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Den Sold wieder verringern. Sofort! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh, ach so, ich wollte hier ja... Ei! Na komm, ich kaufe dir deinen Weihrauch ab. Für Hidun, entrichtet Ei. Euren Tribut. Oh, ich krieg Eisen von denen. Wie ihr wünscht. Vier Gebäude mittlerweile. Ich mag die neuen Burganbauten. Es geht mir gut, richtig gut. Wir haben einen wahrhaft edlen Herrscher. Ein schönes Banner, für wahr. Mhm. Banner hängen mittlerweile überall. Es lebt sich gut hier. Und ja, die Laternen sind wahrscheinlich das... Also ja, den Gockel sieht man. Man sieht die Bank. Und plopp, da ist die Laterne aufgetaucht. Also da ist der Wetterhahn. Das Banner. Die Bank. Und die Laterne. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Du hast weder eine Bank bis jetzt, noch eine Laterne. Achso, du hattest den... Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Gockel bis jetzt nicht. Wo hast du denn deine Bank? Ach, da, an der Seite hast du sie stehen. Also, Gockel meine ich den Wetterhahn. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, es fehlen noch 6 Gebäude. Also 9, ein Gebäude jeweils mit Bank und Laterne und 8 Gebäude, jetzt fehlt der Wetterhahn. Und eigentlich will ich ja sehen, genau, wie der Kerzenmacher kommt. Und die Laterne aufstellt. Genau. Wir bräuchten Milch. Wow. Die haben den Brunnen aber arg geschröpft. Bauen wir lieber mal einen zweiten Brunnen auf. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs.
Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, ein Brunnen, dass wir mehr Wasser haben. Das war nicht beabsichtigt. Noch 5, dann... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Okay, schicken wir Saraya erstmal wieder zurück, weil sie ja bald... Also noch 2 Gebäude, dann kann sie... Kann sie nicht, wir brauchen nämlich noch... mehr Leute. Verstanden. Also errichten wir am besten noch eine Bäckerei hier irgendwo. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Bei Weizen haben wir mehr als genug und wir könnten theoretisch noch einen Gerber errichten. So. Das habe ich gar nicht beachtet, dass uns da noch Leute fehlen. So, ihr könnt jetzt mal Party machen, dass wir mehr... Ja, macht Party mit dem Elefanten. Genau. Der arme Elefant. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So. Ein Steinbruch ist erschöpft. Wie ihr wünscht. Alles klar. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und ja, eigentlich müsste ich viel regelmäßiger festgeben, weil so viele Frauen kommen pro Fest ja auch nicht. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass hier 30 neue Frauen auf einmal auftauchen. Es waren jetzt gerade mal 10. Ihr könntet mir eure Anerkennung durch einen neuen Titel erweisen. Du könntest dich schneller auf den Marktplatz begeben, dann kriegst du deinen neuen Titel auch. An diesem feierlichen Tage wünscht die Krone den höchsten Adelstitel, den zu vergeben wir in der Lage sind, an einen mehr als würdigen Kandidaten zu verleihen. Daher schätzen wir uns glücklich, euch mit Wirkung vom heutigen Tag an in den Rang einer Erzherzogin mit all zu diesem Titel gehörigen Rechten und Pflichten zu erheben. Der Erfolg unseres Königreichs und unserer Siedler wäre ohne eure Taten undenkbar. Mit den besten Wünschen, euer König. Das wäre ich. Beförderung. Unser neuer Titel soll den Ruhm des Reichs mehren. Ja. So, dann stellen wir mal einen Triumphbogen auf. Der ist nicht gerade billig. Hoffentlich will er sich auch noch eine Siegessäule nachher haben.
Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, da wird der Triumphbogen gebaut. Und sie wollte auch noch eine Siegessäule. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Den plagten wir gleich daneben. Ja, höchstmöglicher Titel. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Kann uns jetzt eigentlich egal sein. All unsere Gebäude sind fertig. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Warum ist der Beck... Hä? Ist die Apotheke reich geworden? Sag bloß, wir haben Krankheiten gekriegt. Was? Meine Siedler erheben sich gegen mich. Das ist euer Werk. Nun, dann soll es so sein. Ich beuge mich dem Aufruhr und gehe. Aber Kanas Rache an euch wird fürchterlich sein. Seid euch dessen gewiss. Ich danke euch im Namen Prapastans dafür, dass ihr uns die Augen geöffnet habt. Vielleicht kann ich euch im Gegenzug nun ebenfalls behilflich sein. Ich weiß leider nicht, was Kana unserem Mogul angetan hat. Aber ich bin sicher, er wird jetzt zu ihr fliehen. Ihr findet Kanas Basis im Norden, am Fuße des Heiligen Berges. Euer Mut zur Revolte wird Hidun den Weg zum Sieg bereiten. Wir werden Kana zwingen, sich unseren Schwertern zu stellen und ihre Machenschaften für immer beenden. Ja, hoffentlich doch. Ja, Vegetarierwertung. Über 2,5 Stunden. Und ich weiß nicht, das hier müsste jetzt die letzte Mission sein. Also Nakata. Außer es gibt doch noch Teheran. Oder was, Tilea? Ah, ich komme durcheinander. Euer Majestät, viele Siedler Hiduns glauben noch immer an die Kraft des falschen Fluches. Kana ließ 3 Tempel errichten. Angeblich zur Besänftigung des Fluches erbaut, sind sie in Wahrheit das Symbol für den Schrecken in Hidun. Das Zentrum der dunklen Macht Kanas, dieser Geißel meines Volkes, befindet sich am Fuße des heiligen Berges in Nakata. Wenn es uns gelingt, vor meinem Vater dort einzutreffen, wird Kana nicht mit uns rechnen. Die Stadt Nakata, Kanas Residenz, ist schwer erreichbar und ein mit vielen Mauern gesichertes Bollwerk. Damit wir nicht sofort Aufmerksamkeit erregen, werden wir unseren Stützpunkt weit abgelegen, hier in Mapur, errichten. Sollten wir Verstärkung benötigen, kann sie uns über die Handelsstraße erreichen. Es gibt ein Dorf in dieser Provinz, Ameti. Wir müssen davon ausgehen, dass es unter Kanas Kontrolle steht. Wo genau sich die neu errichteten Tempel des Fluches befinden, wissen wir nicht.
Aber wir müssen sie zerstören und Kana bezwingen. Erst dann werden Angst und Schrecken aus Hidun gebannt sein. Mhm. Entsendet mich! Falls sich mein Vater uns in den Weg stellt, sollte ich diejenige sein, die ihm begegnet. Nein, Marcus. Diese Tempel werden meinem Tatendrang nicht standhalten. Schickt mich, Euer Majestät, und ich werde Kanas Macht brechen. Euer Majestät, dieses Geschwür aus Hidun zu bannen, erfordert List und Geschick. Wählt mich! Trefft eine weise Entscheidung, Euer Majestät, und ich werde den Feind mit Bedacht und Stärke von Hiduns Antlitz fegen. Nein. Der direkte Weg ist immer der beste. Nehmen wir Marcus. Wir müssen die Tempel des vermeintlichen Fluches zerstören und Kanas Stadt einnehmen. Verbündete aus der Region konnten uns dabei helfen, die falsche Göttin unter Druck zu setzen.